Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir befinden uns hier in einer unschönen Lage. Ich weiß gerade nicht, wie ich darüber kommen soll. Hochkommen wäre eventuell möglich. Dann versuche ich das doch einfach mal. Ob das klappt, kann ich euch nicht jetzt nicht versprechen. Ziel ist auf jeden Fall zu dem Dings dahin zu kommen. Jetzt kann ich mich kurz hier hinstellen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, kann ich nicht. Ich muss kurz regenerieren. Dann sollte man vielleicht Hyrule Pills. Ja gut, bringt jetzt nicht krass, so krass viel. So, hier oben. Hier, dann hier. Einfach mal hoch. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie hoch. Ich glaube nicht. Naja, schaffe ich nie im Leben. Nee. Ich werde irgendwo qualvoll runterfallen und sterben. Okay, das war nix. Was ist, wenn ich andersrum über den Berg hochgehe? Also, sagen wir mal hier rüber. Hier müsste ich hochkommen. Dann versuche ich doch mal hier hochzukommen. Och Mann! Manchmal muss ich auch einfach mal ein bisschen geduldig sein, aber das bin ich nicht. Den Berg müsste ich aber eigentlich hochkommen. Weil da kann man sich zumindest mal kurz hinstellen. Glaube ich, hoffe ich. Nicht so, aber naja. Naja, wie soll ich denn dann da hochkommen? Alternativ, was ist da? Kann man den Baum nicht fällen? Ich kann doch bestimmt den Baum fällen, meine Güte, irgendwas muss doch gehen. Weil da ist ja ohne Frage, ist da was. Also muss ich doch darüber kommen, oder nicht? Hm, ganz komisch. Dass da noch jemand anders auf die Idee gekommen ist. So sieht man sich wieder. Was machst du da? Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Kommst du mit? Zu viel Arbeit ist Gift für den Körper. Wenn mein Lager dir recht ist, kannst du dich gern darauf schlafen legen. Im Gegensatz zum Warten am Lagerfeuer kann dein Körper sich beim Schlafen gründlich erholen. Achso, also ich kann jetzt einmal schlafen gehen und mein Herzen gratis wieder auffüllen, oder was? Topfdeckel. Bräunig. Fackel. Ja, den nehme ich mit. Das brauche ich auch. Chili.
Und einmal schlafen. Bis mittags. Einfach nur so. Schön schlafen eine Runde. Schadet nie. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist es mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in großer Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne diese ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Ja, da muss man bestimmt noch mal ein bisschen rumtesten. Wie das dann am Ende läuft. Den brauche ich nicht, natürlich. Wichtig ist mir, dass ich die, ich verdrück mich hier relativ häufig, dass ich die Holzaxt habe und da vielleicht dann rüberkomme irgendwie. Weil ich ja eigentlich da hoch muss. Kommst du mit der Erkundung der Schreine voran? Was machst du da? Dieser Baum sollte gutes Brennholz abgeben, aber ihn in die richtige Richtung fallen zu lassen ist gar nicht so einfach. Man muss sich vor dem Baum stellen, den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen. Das da ist nicht meine Axt, die du da bei dir trägst. Du kannst sie gern behalten, aber hilf mir doch bitte beim Baumfällen. Ich bin etwas erschöpft. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Ja, mir geht's jetzt gerade erstmal primär darum, dass dieser Baum in die Richtung fällt. Ach du Scheiße. So. So. Ich glaube, das reicht an Helfen. Runterfallen. Ich hab echt Angst. Und richtige Seite. So, dann. Ich verdrück mich so gerne mal hier. Nehmen wir den riesen Zweihänder, der ist nämlich eh gleich Schrott. Dann kann man nämlich was Neues ausprobieren. Und der Schrott. Ich habe gerade keine Waffe in der Hand. So, dann. Ein Horn und ein Stock. Und ein Horn. Ich weiß gerade nicht, warum ich den Stock mitgenommen habe, aber ich habe ihn mitgenommen. Hier kann ich doch bestimmt eine Bombe platzen lassen. Genau. Jo, kann ich. Und was ist hier Schönes drin? Feuerpfeil. Dann würde ich mal sagen, marschieren wir da mal einmal hoch und hoffen, dass wir jetzt mal ganz nach oben kommen. Weil das wäre ein Deal. So, einmal kurz raggen. Und dann hoch. Ist jetzt rein theoretisch nicht möglich, oder? Doch, könnte klappen. Ich glaube nur nicht daran, dass das klappt. Ich glaube, ich sterbe. Also nicht so ganz, aber... Ich
Wie komme ich da hoch? Hier vielleicht? Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin verwundert und verzweifelt. Das ist einfach so. Kann man hier nicht irgendwie einfach rüber, einfach hoch? Ich guck mal kurz Karte. Ein bisschen dichter ran zoomt. Müsste man wahrscheinlich dann doch von der anderen Seite rauf. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Also hier ist auf jeden Fall viele Äpfel. Da gehe ich mal kurz hoch. Da habe ich es nur einen runtergepflückt. Ist auch, glaube ich, jetzt erstmal nebensächlich. Ah, hier kann man es jetzt noch schaffen. Warum bin ich eigentlich nach da gelaufen? Weil das ist jetzt ja tatsächlich mal realistisch hier, dieser Weg hier hoch. Das ist ja tatsächlich mal ein realistischer Weg. Andere, der war ja nicht realistisch. So, jetzt muss ich dahin. Aber das sollte ja laufen. Ich bin jetzt, glaube ich, direkt da drunter, ja. Ich brauche echt lange dafür. Also ich glaube, das mache ich auf jeden Fall noch diese Folge. Das muss ja noch reingebracht werden hier. So. Oh, jetzt sind da. Ah, das schaffe ich schon, das schaffe ich schon. Jetzt dahin, ja gut, das ist ja dann einfach jetzt. Da kommt man ja hoch. Das dauert halt ein bisschen, aber da kommt man ja easy hoch. Ich werde erstmal ganz kurz irgendwas essen, was ein bisschen Leben wiederherstellt. Ich verdrück mich gerne ab und zu. Das macht mir genau wieder voll. Also passt das. Da muss ich hin als nächstes. Das sollte ja aber auch laufen. So. Kurz raggen und dann da oder wo? Hä, wo? Sag bitte, ich hab da oben Autosave gehabt. Wenn nicht, wird jetzt hier hart gecuttet. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich eben runtergefallen bin, nach einem kurzen Cut halt, kann man ja ruhig mal setzen. Und jetzt bin ich endlich hier, wow. Am Wamodai-Schrein. Und da geht's jetzt sogar noch rein, das wird sogar noch diese Folge gemacht. Krass, oder? Dass ich denn diese Folge noch mache, kaum zu glauben.
So. Dieser Schrein ist ja der letzte Schrein, den ich jetzt am Release-Tag aufnehme. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Twamoda. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Her über die Zeit. Was ist diesmal hier dabei? Ja. Der Sheikah des Sheikah Slate. Ja, Sheikah Slate erkannt. Datenübertragung beginnt. Wow. Es ist Stasis-Modul. Lässt für ein Objekt die Zeit stillstehen. Werden gestoppte Objekte verschüttet, staut sich Bewegungsenergie an. Diese wird mit einem Schlag freigesetzt, sobald diese Zeit weiterläuft. So kannst du auch riesige Objekte bewegen. Ein neues Modul wurde aktiviert. Dann sollte ich vielleicht das Modul nochmal aktivieren. Selber. Ah, das ist schon okay. Also kann ich im Endeffekt jetzt sagen, das Ding möchte ich anhalten. Und dann möchte ich einmal ganz kurz gucken, was passiert, wenn es wieder losgeht. Nee, das ging nur jetzt fit. Aua, ich bin aber drüber. Ich bin aber raus aus der Gefahrenzone. Und mit Hilfe vom Grillwild und einem Röstapfel bin ich auch wieder voll live. Hier schönes. Ein Reiseschild, das bringt mir eigentlich gar nichts. Hab ich eh keinen Platz für. Und dann gehe ich hier mal mit runter. So. Sehr schön. Oh, was ist das denn für ein Ding? Ein Eisenhammer. Ursprünglich zum Zertrümmern von Erz entworfen, taugt dieser schwere Hammer auch als Waffe. Sollte ich den vielleicht mal auswählen? Würde mich jetzt schon mal interessieren. Das Ding muss man jetzt doch bestimmt. Wie, nee. Kann ich dich hiermit zerstören? Nö. Hey, das ist ja dumm. Wie mache ich das denn? Das geht nicht. Nein, Mann! Oh. Das hat mir jetzt. Das hat mich nicht mal umgebracht, okay. Aber. Was mache ich denn jetzt, hä? Laut dem Ding kann ich hier auch. Also jetzt bin ich auch im Falschen natürlich.
würde ich einmal ganz gerne den anhalten. Ey! Ich will den anhalten, wenn der hier ist. Ich wollte den anhalten, wenn der hier ist. Ich verstehe jetzt hier noch nicht ganz so, was das mir bringt. Da habe ich gar keine Ahnung von. Moment, ich versuch's nochmal. So. Ach, jetzt ist es doch passiert, okay. Das war ein schneller Schrein, der hat sogar voll gut in die Folge noch eingepasst. Dafür, dass ich vorher so komplett unproduktiv war, diese Folge. Aber das ging jetzt dann doch voll fit. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Es ist... Und... Wow. Bin ich der richtige Held? Nummer 3. Mir fehlen nicht mehr viele. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Möge sie das tun. Oh ja. Yeah. Ja, gut. Ist ein Deal. Würde ich mal so sagen. Hier kommen jetzt gerade erstmal böse Monster. Die man ja. Ja, das geht easy. Waffending ist voll. Okay. Ich habe den Schrein-Dings hier. Gut, der ist jetzt hier nur reingefallen. Aber im Endeffekt kann ich jetzt damit ja schon coole Sachen machen, ne? Hauptsache, ich krieg hier den Reisebogen, den ich eigentlich schon habe. Und wofür auch kein Platz mehr ist. So. Ich gehe nochmal hier hoch. Hier scheint auch noch was zu sein, aber ich glaube, hier wird es auch schon wieder kälter. Was natürlich jetzt auch nicht unbedingt dafür spricht, dass ich hier hoch sollte. Ja, hier wird es eindeutig zu kalt. Hier kann ich nicht länger bleiben. Ich teleportiere mich nochmal dahin und gucke nochmal, wo der letzte Schrein war. Da mache ich das nämlich dann morgen. Morgen kommt dann also der letzte Schrein dieses Plateaus. Und dann haben wir auch schon ganz schön was geschafft, glaube ich. Ich glaube, wir hängen richtig hinterher im Gegensatz zu anderen Let's Playern. Aber jeder spielt auf seine Art und Weise und ich brauche halt ein bisschen länger. Aber das sollte schon klar gehen. Noch einer. Nachts ist es totenstill auf dem Plateau. Nun, kommst du mit der Erkundung der Schreine voran? Ja. Selbstvertrauen scheinst du zu haben. Du besitzt ja auch schon 3 Zeichen der Bewährung, oder? Aber was ist mit dem letzten? Hast du Schwierigkeiten, es zu finden? Nee.
Nur noch ein Zeichen in Bewährung, dann ist der Parasegel dein. Nur noch eins. So. So, ich bin echt noch der Meinung, das ist das Ding da hinten. Weil es ist ja, glaube ich, nicht mal so weit weg. Ist halt nur im Schneegebiet. Was mir halt ein bisschen Probleme bereitet. Schon episch. Gut, ich würde aber sagen, das war's mit The Legend of Zelda Breath of the Wild für heute. Ein bisschen was erreicht haben wir. Und ja, halt einen Schrein wieder. Und nächstes Mal machen wir dann den letzten Schrein. Und dann haben wir dieses Crate Plateau wahrscheinlich abgeschlossen. Ja, gut. Dankeschön fürs Zusehen. Bis morgen. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.